Ich würde mich sehr freuen, wenn ich im Herbst, wenn der neue Bundestag konstituiert ist, weiterhin mit Dieter Dehm in der Fraktion arbeiten könnte. Dieter gehört zweifellos zu den Köpfen unserer Fraktion, von denen immer wieder auch kreative, interessante Vorschläge kommen. Natürlich, wer ein bisschen aus dem Mainstream ausschert, der eckt auch mal an. Aber ich finde, wir brauchen solche Leute sehr, sehr dringend. Und was ich auch toll finde, Dieter ist jemand, der wirklich sehr viele Kontakte hat zu Kulturschaffenden, zu Künstlerinnen und Künstlern, gerade diejenigen, die jetzt unter der Corona-Politik am meisten leiden. Und auch das finde ich sehr wichtig, weil wir brauchen diese Kontakte, weil diese Menschen, deren Interessen zu vertreten, das muss für die Linke ein Herzensanliegen sein. Und deshalb, Dieter, ich wünsche dir alles Gute bei eurer Vertreterversammlung und ich hoffe, wir werden weiter so gut zusammenarbeiten.